Der U-Tour-Stop am 5. und 6. Juli der Union Neuhofen und der Neuen Mittelschule waren ein toller Erfolg. 160 Kinder maßen sich an 2 Tagen im Mannschaftsbewerb in 10 Sparten. Was sagen Sie zu diesem Tag heute, zu diesem Projekt, das da veranstaltet wurde? Ich bin echt total begeistert, wenn in unserer Schule sowas stattfinden kann. So viele Kinder, die da Vollgas geben und viel Spaß haben. Ich glaube, da zahlt sich der Tag wirklich total aus. Gemeinsam haben die Union Neuhofen und die Sportlehrerinnen und Sportlehrer einen anspruchsvollen und auch lustigen Zehnkampf ausgearbeitet. Was hat zu dieser Idee geführt, heute diesen Tag durchzuführen? Ja, wir haben uns gedacht, nachdem 2016 ja das Jahr der sportlichen Großereignisse ist, da ziehen wir mit und wir veranstalten die sogenannten Paris Games. Das ist ein Teamwettkampf, der ganz im Zeichen der EM in Paris und der Olympischen Spiele in Rio steht. Zum Beispiel das Fußball-Bowling, das Torwandschießen, eine Geschwindigkeitsmessung und einen Riesenwutzler, der bei den Kindern ganz besonders gut ankommt. Was ist die Herausforderung von diesem Riesenwurzelspiel? Ja, dass man einen Ball unter Kontrolle hat, glaube ich. Das ist die größte Herausforderung. Zufrieden damit, die Schüler? Ja, stellen sie nicht so schlecht da. Die U-Tour ist eine neue Bewegungsinitiative der Sportunion. Sie will ermutigen, die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen zu unterstützen und zu verstärken. Das heißt, dass auch die Vereine die Möglichkeit haben, an die Schulen zu kommen, in dem Fall mit Schnupperstunden, mit einem gewissen Kontingent, was aufbrauchen können. Und eben auch mit dem U-Tour-Stop, nennen sie das, das heißt mit dem Bewegungstag, mit dem Bewegungsfest, natürlich in Kooperation mit der Neuen Mittelschule in Neuhofen, die was es da mit super organisiert haben. Es werden in Oberösterreich 5 Standorte, 5 Regionen aufgebaut mit den ganzen umliegenden Vereinen, die was, wie gesagt, dann an die Schulen kommen sollen und den Kindern im Alter von 11 bis 19 Jahren den Spaß an der Bewegung einfach vermitteln und nachhaltig vielleicht Sport zu betreiben. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der was dann wirklich auch Mitglied wird bei einem Union-Verein. Die Union Neuhofen arbeitet nach dem Motto gemeinsam mit den Schulen seit mehreren Jahren sehr eng und erfolgreich zusammen. Heuer erstmals im Rahmen der U-Tour der Union auf Landes- und Bundesebene. Ja, dieses neue Projekt U-Tour, was sagt der Verein Union Neuhofen dazu? Ja, wir sind begeistert davon. Es ist ja so, dass wir eine gute Kooperation mit der Sportmittelschule und auch mit der Volksschule schon haben. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen und dies ist einfach eine Aktion, wo wir aufbauen können, wo wir unsere Trainer in die Schule schicken können, wo wir gemeinsam mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern hervorragend zusammenarbeiten, das ganze Jahr über und so eine gegenseitige Befruchtung, wenn ich so sagen kann, erfahren können. Wir glauben halt, dass es ganz wichtig ist, dass ein Kind, das in einer Sportmittelschule ist, auch einen Verein hat, wo es sich messen kann mit anderen. Wir dürfen mich da recht herzlich bedanken bei der Frau Fenzel-Mitterbauer, die das Ganze von der Schule her organisiert hat, beim Herrn Keindelsdörfer, der das Jahr über mit uns hier zusammenarbeitet als Sportkoordinator und auch mit der Frau Direktor Wardecker. Es ist eine tolle Zusammenarbeit und ich kann mir im Sinne der Kinder nicht mehr wünschen. Und wie machen Sie die Kinder da an der Torwand? Ja, also überraschenderweise machen sie sich sehr gut. Also auch die Mädels treffen da recht fleißig. Nicht nur unten, sondern auch oben. Also ich bin wirklich überrascht. Und es macht richtig Spaß, weil es sind alle mit Leidenschaft und Ehrgeiz dabei. Taugt man richtig heute da. Ihr schießt auch recht gut, habe ich gehört. Stimmt das? Ja. Und taugt es euch da? Ja. Wie viele Tore habt ihr geschossen? Oder getroffen halt, wie viele Löcher? Ich habe noch nichts getroffen. Welche Stationen gibt es da weiter noch? Ja, ergänzt werden diese EM-Stationen durch die olympischen Veranstaltungen. Die werden von den Lehrerinnen und Lehrern der NMS betreut. Da sind zum Beispiel der Risikosprint, dann die Hindernisstaffel mit einem Riesenteddybär, der Gruppenhochsprung, ein Fahrradreifenwerfen. Ja, das sind so die olympischen Stationen, wo sich die Kinder dann messen. Fertig? Egal! Die Herausforderung ist, dass die 15 Meter weit werfen können und die anderen Schüler versuchen, mit den Säcken diese Bälle einzufangen und den anderen somit auch die Punkte wegzunehmen. Auf die Plätze, fertig, los!
Dieser Wettkampf hat den Namen gehabt Risikolauf. Da ist darum gegangen, dass die Kinder innerhalb von 10 Sekunden unterschiedliche Punktezahl erreichen können, indem sie eine Distanz von 10 Meter hin und retour, also insgesamt 20 Meter, dann immer gesteigert in 5 Meter Abständen, 15 mal 2, 30 Meter, 20, also zurück 40 dann, bis zu 60 Meter wären 5 Punkte innerhalb von 10 Sekunden. Ja, die Schüler haben 3 Durchgänge gehabt und sie haben praktisch entscheiden können, was sie sich zutrauen. Darum heißt das auch Risikosprint. Und je nachdem, was sie geschafft haben, haben sie auch die Punkteanzahl bekommen. Wir haben eigentlich auch einen Tagessieger, weil es hat bis jetzt einen einzigen Schüler gegeben, der den 5-Punkte-Sprint geschafft hat. Alle anderen wollten natürlich nacheifern und haben es leider nicht geschafft, obwohl sich alle wirklich extrem bemüht haben und trotz Hitze wirklich tollen Einsatz gezeigt haben. Und wir sind sehr stolz auf unsere Schüler. Den Schülerinnen und Schülern hat es sehr gut gefallen. Das Erfreuliche an diesem Bewerb, es gab nur Sieger. Ja, was ist das Ziel eigentlich an diesen Sporttagen? Ist das Gewinnen am wichtigsten oder was ist das Ziel? Na, ganz vorrangig ist natürlich der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Und wir verfolgen natürlich dieselben Ziele, die auch die Sportunion verbindet als Sport-NMS. Wir möchten die Kinder gesund bewegen, wir möchten ihnen Freude und Spaß am Sport vermitteln und wir möchten sie zu einem lebenslangen Sporttreiben motivieren. Der Verein Union Erhofen ist ja heuer 70 Jahre alt geworden. Wie schaut die Zukunft aus? Noch immer jung jetzt? Ja genau, ich würde sagen 70 Jahre jung und nicht 70 Jahre alt. Wir können da auf einen hervorragenden Polster aufbauen für die Zukunft. In der heutigen Zeit wissen wir, dass es ganz wichtig ist, für Kinder Bewegung zu machen, dass einem Kind nichts Besseres passieren kann, als eine sportliche oder musische Ausbildung zu kriegen, wo es Gemeinschaft erleben kann, wo es Vorbilder sieht, wo Verantwortung gelehrt wird, wo Disziplin gelehrt wird auch. Und ich glaube, das alles ist in einem Jubiläumsjahr wieder sich in Erinnerung zu rufen, von der Aufgabe her eines Sportvereins, dass man sagen kann, okay, wir haben mitten in der Gesellschaft einen wichtigen Platz und wir brauchen uns auch nicht hinten anzustellen. Wir haben 150 ehrenamtliche Trainerinnen, Trainer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele tausend Stunden im Jahr hier am Platz oder in der Turnhalle stehen. Und es ist schon schön, wenn man hier auf dieser Ebene und dieser Basis arbeiten kann. Ich darf mich bei allen, die in der Union da mitarbeiten und dass wir so gut dastehen und auch sagen können, wir sind ein Vorzeigeverein, nicht nur im Bezirk, sondern auch im Land Oberösterreich. Und deswegen sind wir auch zu dieser Aktion U-Tour letztendlich auch ausgesucht worden. Alle waren sich einig, dass die U-Tour-Stopp-Tage sehr erfolgreich, anstrengend, aber auch lustig waren. Die U-Tour war halt voll cool und können wir ruhig wieder öfter machen. Ich möchte mich zum Abschluss ganz herzlich bedanken bei allen, die zum Gelingen dieser Sporttage beigetragen haben oder beitragen. Die Union Neuhofen mit dem Obmann Georg Bachmeier, bei seinen fleißigen Helfern, dem Simon, dem Stefan, dem Mike und dem Gerhard und bei der Katrin von der Union Oberösterreich, die im Rahmen der U-Tour hier arbeitet. Dann natürlich bei allen Lehrerinnen der Sport-NMS Neuhofen für die Betreuung der Stationen und allen voran bei der Daniela Strasser, meiner Kollegin, die mir so fleißig geholfen hat beim Vorbereiten und beim Durchführen dieser Sporttage. Und last but not least bei unserer Direktorin, Frau Direktor Wadecker, die immer dazu beiträgt, dass diese Sport- und Kreativtage am Schulende gefördert und finanziell unterstützt werden. Dankeschön.